Herzlich willkommen zurück zu Beholder, dem Neuzeit-Überwachungsspiel im Jahr 2017 aus dem Jahr 1985. Nein, das Jahr spielt. Also das Spiel spielt im Jahr 1985. Wir machen schon mal Fortsetzen. Ja, was müssen wir machen? Wir haben schon ein fieses Verbrechen. Wir haben die Herstellung von Drogen aufgedeckt. Ja, und ich glaube, dass dieses Spiel irgendwann nochmal sehr, sehr, sehr verwirrend wird. Für uns alle wahrscheinlich. Und wisst ihr auch warum? Weil wahrscheinlich irgendwann alles durcheinander passiert. So, ich dachte schon, es passiert nichts mehr, aber wir sind da, alles ist gut. Was ist da passiert? Verordnung. Verbrechen und Strafe. Nach der Festnahme von Manishek muss ich das Apartment reparieren. Okay, Verordnung. Es ist illegal, Bücher von Paul Williams zu lesen oder zu besitzen. Okay, dann gehe ich vielleicht gleich mal noch in eine andere Wohnung rein. Von wem? Paul Williams? Okay, boah, das kann ich mir wahrscheinlich alles gar nicht merken, Leute. Ich werde wahrscheinlich so viel übersehen. So, Wohnung Nummer 2 muss repariert werden. Ah, blub, 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 blub. Mit wem redet die da? Sie telefoniert auch die ganze Zeit. Und nein, muss ich hinterher meine Frau und meine Kinder verraten? Ich weiß es noch nicht. Okay, boah, lass mich mal ganz kurz einsteigen. Ganz kurz gedanklich einsteigen. So, wir kaufen mal hier Elektro und Dings. Das kaufen wir mal. So, und dann gehen wir mal hoch in die Wohnung. Nee, geh doch mal hoch in die Wohnung. Warum geht er immer da drauf? Ich will hoch in die Wohnung. Oh, da ist Post drin. Na, dann gehen wir doch mal schauen, was hier für Post drin ist. Ein bisschen die Post ausspitzeln, ne? Das Ministerium der Wahrheit hat ein erhöhtes Interesse an philosophischen Büchern festgestellt, darunter Werke von Paul Williams, der vor einem Jahrhundert starb. Seine Schriften beschrieben veraltete Ideen, die erwiesenermaßen unrealistisch sind. Und doch bleiben sie in den Köpfen der Menschen. Das Ministerium glaubt, dass die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Regierung, in der die Menschen freie Entscheidungen treffen könnten, gefährlich ist und diese in all ihren Formen zerstört werden sollte. Die Stimme der Wahrheit. Die Tatsache, dass unsere Gesellschaft im Großen und Ganzen in der Lage ist, Paul Williams' Ideen zu verstehen, beweist sein einzigartiges Talent und seine Fähigkeit, die Dinge simpel auszudrücken. Wir sollten das Interesse an den großen Denkern der Vergangenheit fördern, wenn wir Fortschritt und einen Dialog zwischen dem Volk und der Regierung wollen. Philosophie ist Schwachsinn. Okay, dann philosophieren wir nicht viel rum, sondern wir gehen erstmal hier. Was ist das da? Warum? Das leuchtet doch auf. Da kann ich ein Plakat hinhängen oder so, ne? Oder irgendwer hängt da vielleicht eins hin. Schauen wir mal hier. Ist er zu Hause? Er schläft. Sein Bücherregal ist hier vorne. Kameras habe ich gar keine mehr, ne? Ich würde gerne... Ah, Moment, er hat doch eine Frau. Das wusste ich ja gar nicht. Ach, das kostet einfach Geld. Ich brauche das Reparaturset nicht, oder was? So, Wohnung 2 reparieren. Wohnung 2 sucht neue Mieter. So, sie geht an den Kühlschrank. Die kleine Maus spielt Ball. Ich klopfe mal einfach hier an und frag mal, was so geht. Hallo, klopf, klopf. Guten Tag. Maria, wo geht Maria hin? Was will... Warum geht die unten? Achso, die, klar, Gemeinschaftsküche. Hallo, hallo. Konversation beenden. Toll. Super gut. Kann ich hier in der Wohnung pauschal schon mal vorher irgendwas installieren? Nö, ne? Kann ich gar nichts machen in der Wohnung. Denn die Wohnung hat noch keine Mieter. So, er geht jetzt was essen. Das heißt, wenn er weg ist, gehe ich mal an seine Tür und durchsuche mal eben ganz schnell. Warte, wow, da muss ich bestimmt voll aufpassen, ne? Ich durchsuche mal eben ganz schnell sein Bücherregal. Über was reden die da unten? Bücherschrank, Bücher, ein Gesetzbuch, Zusatzartikel, nachträgende, trockene Rechtsliteratur, Rasierklinge, Kamm, Handtuch, man kommt nur schwer an gute Handtücher. Ist jetzt nichts drin, ne? Wo ich... Oh, oh, da kommt er nämlich. Schnell raus. Oh. Mal hier den Busch durchsuchen. Hallo, ich gucke hier nur in die Pflanzen. Das soll ja wohl noch okay sein. Topfpflanze ist nichts drin. Da könnte ich vielleicht Sachen verstecken. Hallo, Frau Schimmer. Kennenlernen. Hallo, mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister dieses Hauses. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Maria Schimmer. Haben Sie Ihre Familie hier mit hergebracht? Wir sind gerade eingezogen. Es wäre schön, Sie kennenzulernen. Dann wollen wir mal kennenlernen. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Kennenlernen. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Kennenlernen.
Es freut mich, Sie kennenzulernen. Dialog beenden. So, die will anscheinend nicht mit mir reden. Was will denn Nathan Keller eigentlich hier? Oder Nathan Keller? Meine Komplimente. Handeln? Was verkaufen Sie heute? Sehen Sie sich um. Oh, guck mal, der kauft hier. Ein Romanbuch, das bedeutende Leben unseres großartigen Anführers, ein Buch über das inspirierende Leben unseres großen Anführers. Also kann ich hier noch Klamottenschraubenzieher? Es ist nur ein Schraubenzieher, hoffentlich steckt ihn jemand an unangemessene Orte. Ach du meine Güte. Apartment 2, Mieter für Apartment 2 finden. Wie finde ich denn Mieter für Apartment 2? Hallo, Omi, warte mal, bleib mal stehen. Ich würde dich gerne mal kennenlernen. Wo wohnst denn du, Omi, eigentlich? Schönen Nachmittag, bekannt machen. Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Karl, ich bin der neue Hausmeister. Ich heiße Rose Rannick, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Oder Rose Rannick, keine Ahnung. Sie haben meinen frechen Mann bestimmt schon kennengelernt. Wir haben auch einen Sohn, er ist genau wie Sie, aber er wohnt in der Hauptstadt. Bekannt machen. Schön, Sie kennenzulernen. Okay, unser lieber Junge ist Chef geworden. Ich habe ihn lange nicht gesehen, das ist wirklich schon sehr lange her. Nach dem Mann fragen. Mark hat sein eigenes Leben lang im Archiv gearbeitet. Er mag seine Arbeit. Er ist viel mit Papierkram beschäftigt und hat nur wenig mit anderen Menschen zu tun. Er verbringt den Urlaub mit seiner Angelroute. Bekannt machen. Okay, Konversation beenden. Okay, dann, der Mann. Kann ich mit dem Mann? Nee, der wartet auf den Bus. Warum ist sie denn traurig, die Frau? Was hat sie denn? Aber hier habe ich doch gerade irgendwas. Moment, da. Verordnung. Das Singen vor dem Ministerium für Ordnung ist verboten. Okay. Aber nur das Singen vor dem Ministerium, ne? Was ist das hier? Wohnung 3. Mark. Ein respektierter Angestellter des Archivs. Okay. Und angelt gerne. Gut. Haben wir ja schon mal wieder ein paar Infos. Wie finde ich denn jetzt? Muss ich ans Telefon vielleicht gehen? Telefon? Telefonieren wir mal. Oder muss ich... Ah, ich muss bestimmt hier an den Computer gehen. Warte mal, wir schauen nochmal eben am Computer. Vielleicht kann ich hier eine schöne Wohnungssuche aufgeben oder so, ne? Mieter finden. Profil eines Mieters, Erpresserbrief, ein Bericht. Ne, Profil eines Mieters erstellen. Arbeitsplatz verlassen. Wie finde ich denn jetzt Mieter für die Wohnung? Wie geht das? Referenz? Referenz. Was möchten Sie gerne wissen? Reparatur von Wohnungen und Einquartierung von Mietern. Klicken Sie auf das Absperrband vor der Wohnung, um Reparaturarbeiten zu beginnen. Reparaturbedingungen bieten Zeit. Öffnen Sie den Reiter Profile in Ihrem Dienstbuch. Klicken Sie auf Reparieren, um eine Wohnung instand zu setzen. Ja toll. Und jetzt? Wohnung 2. Vermieten einfach nur. Ah, okay. Alois Spack. Arzt, Alter 47. Berühmter Herzchirurg, sucht Wohnung auf Langzeitanstand garantiert. Möchte eine Kammer für ein paar Wochen mieten. Jones Popanendo. Kohlenschiff Bootsmann. Alter 40 Jahre alt. Wollen wir den Arzt oder den Bootsmann? Arzt oder Bootsmann? Der Arzt... Ja, wir nehmen den Arzt. Er ist ja also renommiert. Da können wir wieder ein bisschen Geld einnehmen. Rufen Sie das Ministerium an, um den Abschluss der Aufgabe mitzuteilen. Okay. Da stehe ich ja gerade schon mal zufällig hier. Das ist ja schon mal praktisch. Die Nummer wählen. Eine Aufgabe berichten. Ministerium für Ordnung. Glückwunsch, Ihre Aufgabe war ein Erfolg. Als Belohnung werden wir folgende Summe auf Ihr Konto überweisen. 1000, boah, und 250 Reputation. Bedenken Sie, wenn Sie einen Anruf des Ministeriums für Ordnung verpassen, erhalten Sie ein Bußgeld. Sie müssen sich zu jeder Zeit in Ihrer Wohnung befinden und den Hörer des Telefons abnehmen, wenn es klingelt. Selbst wenn Sie sterben, verstanden? Ja. Sie sind den Gesetzesbrecher losgeworden. Holen Sie jetzt die Meinung Ihrer Mieter über Schimmer ein. Finden Sie heraus, was andere Leute über ihn denken. Dokumentieren Sie seine Charakteristiken, nachdem Sie mit der Umfrage fertig sind. An die Arbeit. Okay, naja, da muss ich doch mal zu Herrn Schimmer. Gucken, was meine Tochter sozusagen hat. Töchterli, Töchterli. Kann ich nicht mit Töchterli reden? Nee, da kann ich nur irgendwas durchsuchen, kann ich da. Was ist da drin? Schauen wir doch mal rein. Was haben wir da? Ein Brief? Ein offener Umschlag, der einen Brief enthält. Handtuch. Man kommt schwer an gute Handtücher. Okay, Rasierklingen. Okay, Zahnbürste. Muss ich jetzt alles nicht mitnehmen. Dann... Oh, da gibt's eine Aufgabe. Da gibt's eine Aufgabe. Hallo, Anna. Was ist, Karl? Über die Arbeit sprechen. Heimische Probleme? Über die Arbeit sprechen. Die Polizei hat direkt vor meiner Nase einen Mann in Handschellen abgeführt. Das hat mir Angst gemacht.
Wer war das, Karl, der vorige Hausmeister? Er war seinen Pflichten nicht gewachsen. Was für ein Albtraum. Karl, könnte dir nicht dasselbe passieren? Keine Sorge, meine Liebe, ich werde ein guter Hausmeister sein. Okay. Heimische Probleme. Ich brauche Hilfe, Liebling. Ich kann keinen Kochtopf finden, der groß genug ist. Ich habe überall gesucht, aber keine Ahnung, wo er sein könnte. Vielleicht hat es ja jemand gestohlen. Sollen wir die Polizei rufen? Die Polizei wegen eines alten Kochtopfs anrufen? Denk gar nicht erst daran. Du musst in unserem alten Haus gelassen haben. Okay, wenn du meinst, kannst du die Mieter noch nach dem Kochtopf fragen. Hoffentlich werden sie den neuen Hausmeister nicht ablehnen. Ich werde Kompott für Martha kochen und sie zurückbringen. Gut, ich frage den Nachbarn nach einem Kochtopf. Ja, ja. Dann fragen wir ihn doch mal hier gleich. Patrick, das ist mein Sohn, der will auch noch irgendwas. Was will denn mein Sohn von mir? So, ja, Vater? Über die Arbeit sprechen? Brauchst du etwas? Ich habe ein Problem. Was möchtest du? Die Wirtschaftskurse haben begonnen und dir werden eine Liste von Büchern zum Lesen gegeben. Die Bücher, die ich für die Schule brauche. Ich war im Buchladen, aber sie haben diese Bücher nicht. Ich habe gehört, dass es auf dem Markt Gebrauchte gibt, aber die kosten ein Vermögen. Kannst du deine Freunde fragen? Vielleicht hat jemand, den du kennst, diese Bücher. Du sprichst mit klugen Menschen. Ich überlege, was ich für dich tun kann. Okay, Konversation beenden. Wo ist denn meine Töchterli? Warum kann ich mit der nicht reden? Ich spekulum mal hier in die Tür rein. Nein, mit dir wollte ich gar nicht. Nach Schulbüchern fragen. Ich habe bisher noch nichts gefunden, okay. Okay. Ich denke mal, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Klaus. Warte mal da unten auf mich, Klaus. Ich muss mal eben mit dir quatschen. Hallo. Nach den Büchern für Patrick fragen. Sie sind doch ein gebildeter Mensch, Klaus. Wo kann ich Lehrbücher über Wirtschaft finden? Die Universität gab meinem Sohn eine Liste von Büchern zum Lernen, aber keiner der Buchläden führt sie. Die Bibliothek ist eine Möglichkeit, aber die Schlange ist immer sehr lang. Oh, das Problem mit der Bibliothek ist mir sehr gut bekannt. Es ist nicht nur die Schlange, die Bibliothekare sollten sie auch mögen. Wenn nicht, schicken sie eine Erklärung fort. Aber ich kann Ihnen helfen. Ich habe die Bücher von damals, als ich im Zählamt gearbeitet habe. Ich wäre glücklich, wenn Sie Ihrem Sohn beim Lernen helfen würden. Jeder sollte eine höhere Bildung anstreben. Zu schade, wie wenige Menschen diese Meinung teilen. Botschaft, Kinder! Alle mal zugehört! Sie haben meinen Sohn gerettet. Vielen Dank, Klaus. Nicht nur meinen Sohn, meine Brieftasche auch. Nach dem Kochtopf fragen. Haben Sie einen Topf, in dem man Kompott machen kann? Da reden Sie besser mit meiner Frau, Maria. Ich muss jetzt in dem Tabakladen arbeiten. Die Decken sind zu niedrig, ich muss meinen Kopf einziehen. Ich habe Chefökonom gearbeitet, aber das ist schon lange vorbei. Okay, ich frage jetzt mal lieber nicht nach dem Verdacht der Behörde. Das wäre vielleicht gar nicht so schlau. Was ist jetzt? Ist sie jetzt schlafen gegangen? Ich soll auch unbedingt mit ihr reden. Mit der Ehefrau, ich muss noch mit der Tochter. Anna möchte sich vom Nachbarn einen Topf leihen. Finde Wirtschaftsbücher für Patrick. Okay, ich sehe, was ihr hier macht, ja. Macht hier keine Scheiße, Leute. Ja, Vater, nach den Schulbüchern. Hier sind deine Bücher. Wow, ich mache mich ja gleich an die Arbeit. Solchen Reichtum hätte ich mir nie erträumen lassen. Ich werde nicht mehr zum Rattennest gehen. Was? Zur Bibliothek, meine ich. Okay, haben wir ihm das schon mal neue Anordnung der Regierung erhalten? Wo sind denn diese Anordnungen? Hier, Verordnung. Die Verordnung fremder Währung ist illegal. Okay. Singen ist illegal. Es ist illegal, Bücher von Paul Williams zu lesen oder zu besitzen. Was ist denn mit dem hier? Alois. Alois Spark. Ach, das ist der Neue im Haus. Ja, mit dem werde ich jetzt erstmal hier in eine Runde quatschen. Alois. Kennenlernen. Ich bin hier, um mich vorzustellen. Ich bin Karl, der Hausmeister. Ist mir eine Ehre. Mein Name ist Dr. Alois Spack. Ich bin Arzt. Sie müssen von mir gehört haben, die ganze Stadt hat das. Ich habe noch nie von Ihnen gehört, wirklich? Sind Sie gerade hier angekommen und wofür sind Sie berühmt? Eigenlob stinkt, aber ich habe meine Pflicht getan. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Och, was für Probleme sollte ich haben? Nichts. Sie haben so viel zu tun. Okay, fragen Sie, wie es geht. Sind Sie in Ordnung? Oh, beschäftigt. Die Patienten prügeln sich um mich. Sind Sie Arzt? Das ist eine... Was? Das ist die eine, keine Zweifel bitte? Das ist die eine? Ich weiß nicht. Ich kann sogar Gesunde heilen. Ich würde sagen, besonders gesund. Irgendwelche Bildung? Machen Sie Witze? Ich habe mein Leben mit der Heilung von Menschen gewidmet. Ihre Zweifel verletzen mich. Entschuldigung, das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Wie können Sie nur? Hier ist ein gutes Mittel zur Entspannung. Mäßigen Sie sich. Was hat er mir denn da gegeben? Nein, ich wollte doch mit ihm... So, dann gehe ich doch mal hier hin und klopfe mal, ob da jemand zu Hause ist. Wie kriege ich denn das Ding hier wieder zu? Das geht mir auf den Sack. So.
Hallo, alte Frau. Die könnte ich aber auch mal fragen, ob die einen Topf hat. Boah, guck mal, Alter, die hat aber hier in der Wohnung sind aber ganz schön viele Feuermelder angebracht. Was versteckt ist, wird gefunden. Mit Schimmers Ehefrau sprechen. Mark Rennick, Rosa Rennick. Ich muss noch mit meiner Tochter quatschen gleich, aber die schläft anscheinend gerade. Schönen Nachmittag. Nach dem Kochtopf fragen. Haben Sie einen großen Kochtopf? Meine Frau hat ihren in unserem alten Haus vergessen und meine Tochter möchte Kompott. Nein, mein Lieber. Und mein Mann lebt schon seit vielen Jahren allein. Wir brauchen nichts Großes. Ich habe alles schon vor langer Zeit zum Second-Hand-Laden gebracht. Okay, dann fragen wir mal nach Klaus Schimmer. Ich wollte Sie nach Klaus Schimmer fragen. Macht er Ihnen Probleme? Er ist ein integrierter Mensch. Er hat mir geholfen, eine schöne Flasche Xeres-Wein zu besorgen. Er ist ein Weinexperte im Gegensatz zu meinem Opa. Da. Weinexperte. Gesammelte in Weinkenner spielt Schach. Gibt's neue Verordnungen? Anscheinend nicht. Anna möchte sich von einem Kochtopf leihen und mit der Tochter muss ich noch reden. Wo ist meine fucking Tochter hin? Gut, dann klopfe ich jetzt mal hier, ob die Frau zu Hause ist. Das ist sie ja nicht, ne? Wie lange er zum Klopfen braucht? Klopf, klopf, klopf. Ich würde gerne mit der Frau reden. Kommt die denn auch mal raus? Ah, schauen wir mal. Ja, geh doch noch langsamer. Eine Stunde hast du jetzt gleich gebraucht. So, Herr Schimmer, hallo. Nach dem Kochtopf fragen. Ein Kochtopf? Ja, ich weiß nichts. Geschirr. Ich muss jetzt im Tabakladen arbeiten. Das ist ja dasselbe. Konversation beenden. Alles Gute, Karl. Bitte, 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 bitte. Rosa? Achso, okay, Rosa, weiß nichts. Marc, komm du mal her. Was möchten Sie von einem Archivar? Erstmal machen wir uns bekannt. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Karl, ich bin der neue Hausmeister des Gebäudes. Marc Rannick ist ein angesehener Archivar. Ich muss Ihnen in dieser ekelhaften Wohnung leben. Ich hoffe, Sie bringen hier alles in Ordnung. Ich werde mein Bestes tun. Strengen Sie sich an, Sie brauchen es mehr als ich. Nach dem Kochtopf. Haben Sie einen Kochtopf? Nee, meine Frau kocht gewöhnlich. Super, aber ehrlich zu sein, ist der Topf eher klein. Okay, nach Klaus Schimmer. Ich möchte mich bei Ihnen über Klaus Schimmer erkundigen. Warum wollen Sie das wissen? Eine vage Antwort. Ich weiß nichts, das Sie nicht wissen. Außerdem ist Neugier eine furchtbare Sünde. Ich hatte einen Kollegen, der seine Nase immer in die Angelegenheit anderer Leute gesteckt hat. Und in Dokumente. Was ist passiert? Er wurde ins Gefängnis geschickt. Sie haben mehr erfahren, als Sie mussten. Auf Wiedersehen, junger Mann. Okay. Patrick, Anna, sie reden über Urlaub, sie würde lieber auf eine Insel fahren. Aloysius geht schon wieder was essen. Ich muss mit der Ehefrau reden. Wann kommt die da mal raus aus der Hütte? Na komm, lass mich. Mit der Ehefrau oder mit meiner Tochter. Wo ist meine Tochter eigentlich hin? Schauen wir doch mal. Mal hier unter das Bett schauen. Was gibt's denn hier? Hallo? Oh, Kinderbett. Was haben wir da? Eine Geldbörse, eine unauffällige Geldbörse, die nur sehr wenig Geld enthält. Buch. Das persönliche Tagebuch eines Mieters. Brille. Der Rahmen ist minderwertig und wurde schon mehrmals repariert. Ah, jetzt kann ich endlich mit dir reden. Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Verlorenes Spielzeug. Was ist passiert, Süß? Ist etwas passiert, Papa? Ich habe Naira verloren. Sie ist nirgendwo zu finden. Wer ist? Das ist meine Puppe. Es ist meine Lieblingspuppe, Papa. Wirst du mir helfen, sie zu finden? Du hast mir Angst gemacht, Martha. Wo hast du zuletzt damit gespielt? Zu Hause. Naira ist zu klein, um hinauszugehen. Finde sie bitte. Jetzt muss ich bestimmt hier noch alle Sachen durchsuchen. Eine Armbanduhr. Das Leder ist von hoher Qualität. Ich kann so viel jetzt nicht mit mir rumschleppen.
ein Dings durchsuchen. Vielleicht hat sie es ja hier irgendwo verloren. Schauen wir mal. Handtücher, Buch, persönliche Aufzeichnungen, Namen, Treffzeichen und Erinnerungen. Nichts von Interesse. Leute, Leute, Leute. Das ist nicht immer so einfach, ne? Der Bus ist immer so laut. Eine Brille, ein Buch, persönliche Aufzeichnungen, ein Kamm. Ich weiß nicht, ob ich sowas brauche. Das ist ja Quatsch. Nochmal hier. Hast du es geklaut? Hast du ein Spielzeug? Mal schauen, was du hier so hast. Ich darf das. Ich bin dein Vater. Ne, auch wieder nur ein Buch, Tagebuch. Bata. Unterm Tisch vielleicht. Hier sind Bauklötze, Holzblöcke, damit können Wörter und Schlösser gebaut werden. Dem Bürger ist es nur erlaubt, zwei Sätze zu besitzen, also lassen Sie es nur sehr kurze Wörter und sehr kleine Schlösser bauen. Okay, hier ist noch Briefpapier und so, vielleicht brauche ich das später. Jetzt wird es richtig laut hier gerade. Weil der Bus kommt, der Bus ist immer sehr laut. Warum haben die alle Rasiermesser und warum redet dieses Kind ununterbrochen? Martha hat ihre Puppe verloren. Das ist eine Ente. Unsere Tochter liebt Enten. Irgendwann waren wir unseres Beins und lassen die Ente in einem Schaumbad schwimmen. Ente, Ball. Warte mal, nimm mal die Ente mit. Vielleicht gibt sie sich auch mit der Ente zufrieden. Spielst du mit mir? Nicht jetzt. Über die Puppe sprechen. Wie heißt deine Puppe? Wirst du sie finden? Natürlich werde ich sie finden. Dein Vater kann alles finden. Mann. Jetzt habe ich natürlich auch nicht darauf geachtet, ob die Frau jetzt mal endlich hier die Wohnung verlassen hat. Die ist ja echt nicht einfach zu kriegen, hä? Mit Schimmers Ehefrau sprechen. Ich muss mit der Frau sprechen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mit der Frau zu sprechen. So, wer will denn da eine Pfeife rauchen? Das ist er. Da, Maria Schimmer. Frau Schimmer! Frau Schimmer ist traurig, aber warum? Okay, Pfeife rauchen ist wohl... Ach, grüne Symbole? Was sind grüne Symbole? Wenn ich gerade irgendwas sehe, Pfeife rauchen? Verordnung, aber Pfeife rauchen ist doch legal, oder? Aber ich habe jetzt, glaube ich, was über ihn gesammelt. Raucht Pfeife. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Evidenz. Also irgendwie, ne? So, Frau Schimmer. Hallo, nach dem Kochtopf fragen. Ich möchte Sie etwas bitten, können Sie mir Ihren Kochtopf leihen? Meine Frau will Kompott kochen, aber unser Kochtopf ist beim Umzug verloren gegangen. Ich habe einen passenden Kochtopf. Hier, bitte. Vielen Dank für den Kochtopf. Danke, wir bringen Sie zurück. Das ist nicht nötig, mein Mann und ich leben alleine, wir fassen das nie an. Nehmen Sie bitte als mein Geschenk zum Einzug. Oh Mann, und ich soll Ihren Mann ans Messer liefern. Hallo, nach dem Mann fragt. Wie geht es dem Mann? Er schien verstimmt zu sein. Er fühlt sich nicht gut, er hat ein Paket mit einer Filmspule bekommen. Klaus fotografiert gerne, das wird ihn aufheitern. Ah, er fotografiert gerne. Alois? Alois hat eine Aufgabe. Hallo, Alois Einsamkeit. Möchten Sie reden? Ich habe eine Bitte, eine persönliche Bitte, eine sehr persönliche Bitte. Was denn? Ich bin ganz Ohr, Aloysius. Aufgrund meines Berufes habe ich keine Zeit für ein Privatleben. Es ist meine Bürgerpflicht, die Menschen rund um die Ruhe zu retten. Ich weiß, dass man das mir nicht ansieht, aber ich bin sehr schüchtern mit den Frauen. Ich bin verlegen und schäme mich und jeder Teil meines enorm begabten Körpers schwitzt. Und was kann ich für Sie tun? Brauchen Sie hier? Eine Frau ist fantastisch, Karl. Sie können so gut mit Frauen umgehen. Ja, Ihre Frau. Ich bin einsam. Finden Sie eine Frau für mich, Karl. Sie wäre eine gute Frau fürs Schlafzimmer und die Küche. Was? Okay, schauen wir mal, was denn noch alles illegal geworden ist. Hier ist ja wieder ein neuer Brief. Tote Worte. Das Ministerium der Wahrheit an einem ösen Interesse. Moment. Junge, hübsche, sozialaktive Frau sucht gut situierten Mann für eine feste Beziehung. Anrufen. Sie werden es nicht bereuen. Okay, das wäre ja dann jetzt für ihn auch gut. Einsamer Aloysius habe ich nicht so viel Zeit für. Anna möchte sich von der Nachbarin einen Topf leihen. Wo ist Anna? Wo ist Anna? Anna, ist Anna das? Anna da? Ich sehe sie nicht. Hier, Aloysius, kann ich dir die Nummer geben? Hallo, über Einsamkeit sprechen. Wir möchten sie kennenlernen. Irgendjemand, ich habe eine Frau für sie gefunden. Hier. Wer ist sie? Nur ein Scherz, ich habe eine Freundin für sie gefunden. Ich habe keine Freundin für sie gefunden. Konversation beenden. Mist. Dann schauen wir mal, wo meine Frau ist. Geh doch mal hier runter. Ich kann sogar flitzen. Hallo, Anna. Was ist Karl über den Topf?
Ich habe alles für den Kompott vorbereitet. Ja, meine Ria Schimmer aus Wohnung 1 hat uns gerettet. Spare nicht mit dem Zucker. Letztes Mal war er total wässrig. Okay, es ist total wässrig, weil wir den Zucker noch, weil wir weder Zucker noch Äpfel haben. Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Zuckerkarte bekommen hast. Kopf hoch, mein Herz. Jetzt haben wir genug Zucker. Okay, was versteckt ist, ist versteckt. Ich muss einen Bericht über Klaus Schimmer schreiben. Martha hat ihre Puppe verloren. Wo könnte diese Puppe sein? Ist hier noch ein Zimmer? Hier ist noch ein Raum. Guck mal. Vielleicht in der Waschmaschine? Müssen wir mal schauen. Ich weiß jetzt, weil es sagt mir jetzt gerade nichts, wie ich an diese Puppe kommen soll. Socken. Ach, jetzt habe ich die Socken mitgenommen. Tür wieder zurück. Platzieren. Platzieren. Ich brauche die Socken nicht. Im Moment. Vielleicht brauche ich sie später. Keine Ahnung. Ich habe nur noch 16 Stunden für die... Martha hat ihre Puppe verloren. Kann ich selber auch mit dem Bus fahren? Martha, wo könntest du denn... Wo könnte denn... Martha liegt schon wieder im Bett und schläft. Hier habe ich alles durchsucht, glaube ich. Habe ich da unter dem Stuhl geschaut? Ich weiß es nicht mehr. Sie kann ja wohl schlecht in irgendeiner Wohnung liegen, oder? Und... Ne, Moment, die Puppe hatten wir doch vorhin noch. Wir hatten doch die Puppe noch im Trailer. Telefon benutzen. Referenz. Die Nummer wählen, Konversation beenden. Ach, Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Na, er liegt im Bett und schläft. Das ist blöd. Da ist immer einer zu Hause bei denen. Leute, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Das muss ich mal kurz überlegen. Ich habe Martha hat ihre Puppe verloren. Und einsamer Alois geht auch nicht mehr so lang. Ich muss mal eben nochmal hier was reinschauen. Guck mal, hier ist doch eine Nummer. Wie kann ich das denn einstecken? Anrufen, Telefon. Ich schreibe mir das mal kurz hier auf. Was haben wir denn da? 237451. 237451. So, da bin ich wieder. Ihre Puppe verloren. Was hat denn er hier? Hat er Geld? Hat er die Puppe vielleicht gefunden unterwegs? Meine Komplimente, handeln. Was verkaufen Sie heute? Sehen Sie sich nur um. Schwierigkeit. Oh, Whisky. Bester Freund. Ne, er hat aber auch keine Puppe. Er hat auch keine Puppe. Mist. Martha. Martha, komm mal her. Komm mal zu Papa. Spielst du mit mir jetzt nicht über die Puppe? Wie heißt deine Puppe? Ich vermisse Naira so sehr. Wirst du sie finden? Dein Vater kann alles finden. Okay, warte. Wir schauen nochmal jetzt hier ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir schauen hier nochmal durch. Hier habe ich alles durchsucht. Hier kann ich nichts machen. Ich brauche diese Puppe. Wer könnte denn die Puppe haben? Hast du die Puppe? Über Specks Einsamkeit sprechen. Ja, kennen Sie eine etwas ältere Dame für den Doktor? Wofür halten Sie mich? Denken Sie an ein Bordell? Nach der Frau fragen. Rosa arbeitet in der Kantine, immer in der Küche. Sie liebt Brötchen und Kuchen zu backen. Sie macht das beruflich. Ich wünschte, sie würde nicht so nach Kohl riechen. habe ich hier unter dem Stuhl schon geschaut? Unterm Kinderbett? Ich habe doch schon überall geguckt, oder nicht? Hier im Schrank vielleicht? Ach. Wenn ich so nah dran bin, ist es immer so laut. Da ist sie! Nehmen! Ein Buch. Patriotische Geschichten für Kinder. Nicht jetzt, Martha. Über die Puppe. Wie heißt er? Hier, ich vermisse. Wirst du sie finden? Ich habe sie schon gefunden. Hier ist sie. Danke, Papa. Yeah, ich habe mir ein tolles Spiel ausgedacht. Möchtest du, dass ich dir davon erzähle? Naira wird Bergarbeiterin, begraben unter Schutt und ich werde die Retterin sein. Okay, was für ein Spiel. Vielleicht spielst du besser mit Bauklötzen. Ich habe eine Kohlemine aus Bauklötzen gebaut. Sehr schön. Sehr schön. Oh, sind jetzt beide weg?
Sind jetzt beide weg, ne? Boah, warte mal, ich kaufe mal schnell eine Kamera. Ich nehme mal hier, ich nehme mal eine teure, ich habe ja Reputation. So, ich hoffe, er kommt jetzt nicht nach Hause. Die halten sich ja häufiger hier hinten auf, ne? Dann mache ich jetzt da mal eine Kamera. Setzen wir da noch mal eine Kamera rein, jawohl. So, sehr schön. Hat er hier noch was im Schlafzimmer, was ich gebrauchen kann, um ihn ein Ding festzumachen? Seht ihr ihn schon kommen? Nee, ne? Er hat ein Buch, Roman, Kotz, ne, blaues Hemd, ist alles gut, Geldbörse ist unauffällig. Ich muss das durchsuchen, ne? Das ist mein Job. Das ist mein Job, Leute. Ich kann da nichts für. Okay, Tabak, Schiffsmodell, Film, eine unbenutzte Filmspule. Ich habe das Gefühl, der kommt jetzt gleich, ne? Oder? Okay, ne, hier im Klavier vielleicht irgendwas drin. Irgendwas im Klavier. Oh Mann, ey, ich hab so Schiss, dass die kommen. Notenblätter, eine Sammlung klassischer Klavierstücke. Okay, ausländischer Brief. Ein Brief mit einer ausländischen Briefmarke. Er steht mit jemandem im Ausland Kontakt. Okay. Kommt er? Ich habe nur noch 15 Stunden, ey. Einsamer Alois. Was versteckt ist, wird gefunden werden. Okay, oh fuck, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Er kommt. So, Haha, nicht in meinem Land, mein Freund. So. Er macht gerne Fotos, gesammelte Beweise. Das ist jetzt über den alten Opa. Sie kocht gerne. Wohnungen. Wo ist er denn? Er ist doch hier dieser... Ist er das hier? Ja, doch, das ist er. Verordnung vom 4. September. Importierte Mineralwasser sind verboten. Aber wie kann ich jetzt... Muss ich jetzt einen Bericht schreiben über ihn, oder was? Einsamer Alois. Alois hat mich gebeten, eine Freundin für ihn zu finden. Es geht nur noch 11 Stunden. Was versteckt ist, wird gefunden werden. Ich muss jetzt einen Bericht über Klaus Schimmers schreiben. Ich kann ja das Telefon hier nicht benutzen. Und, ich würde ja gerne das Telefon benutzen mit der Nummer hier aus dem Briefkasten. Aber das geht irgendwie nicht. Referenz, die Nummer wählen. Ah, da. 237451. Ja, hallo, ich heiße Karl, ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Interessant, erzählen Sie mir von sich. Oh nein, das ist für einen Freund von mir. Er ist ein bisschen schüchtern, deshalb helfe ich ihm in seiner Privatangelegenheit. Sind Sie bereit, einen großartigen Doktor kennenzulernen? Ein Doktor? Wie lautet sein Name? Alois Spack. Ist das der aus dem Zeitungsartikel? Ich muss überlegen, ich werde in ein paar Stunden nochmal anrufen. Okay, ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Ist hier jetzt was geändert? Nee. Moment, dann reden wir mal schnell mit Alois. Weil das hat nur noch 10 Stunden im Bericht, kann ich ja gleich noch schreiben. Alois, hallo. Über Einsamkeit, irgendwelche Verliebten möchten Sie kennenlernen? Irgendjemand? Ich habe eine Freundin für Sie gefunden. Wer ist sie? Nur ein Scherz, ich habe noch keine Freundin. Konversation beenden, okay. Sie will sich in ein paar Stunden nochmal melden. Oder was? Naja, dann schreibe ich jetzt erstmal hier den Bericht. Einen Bericht schreiben. Über Klaus Schimmer, lebt in Wohnung Nummer 1, Verstoß gegen, Telefon, Moment, abbrechen, Arbeitsplatz verlassen, Telefon, hallo, Hörer abnehmen, einen privaten Anruf annehmen, hallo, Karl, hier ist Clara, Sie haben vor ein paar Stunden angerufen, ich werde Ihren Doktor treffen, geben Sie ihm meine Nummer. Und das geheime Wort, Erdbeeren mit Schlagsahne. Haben Sie es aufgeschrieben? Ich werde auf seinen Anruf warten. Okay. Schnell. Dann können wir doch jetzt den Alois nochmal schnell hier abarbeiten. Hallo, über Einsamkeit sprechen. Irgendwelche Vorlieben? Ja, irgendjemand, ich habe eine Freundin für Sie gefunden. Wer ist sie? Das Mädchen aus der Anzeige. Ich kann es gar nicht erwarten, Sie kennenzulernen. Die Nummer ist 23 bla bla bla, rufen Sie an. Sie wartet darauf. Ich werde Sie heute anrufen, aber erst muss ich mir ein Herz fassen. Können Sie einen Schokoriegel für mich finden? Man kann schließlich nicht mit leeren Händen zu einer Verabredung gehen.
Och Mann, Liebe per Telefon, geht noch weiter. Okay, Leute, dann würde ich sagen, beginnen wir in der nächsten Folge mit dem Bericht und dem Schokoriegel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es war eine Ehre für euch aufzunehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis dann, reingehauen.